Ja, moin Leute, ich möchte euch heute mal ein bisschen was über die Bodener Fotografie erzählen, was ich da so für Equipment nutze, wie da so meine Erfahrungen sind oder worauf ich auch bei der Anschaffung von den verschiedenen Sachen, die ich gleich so ein bisschen vorstelle, wo ich da den Wert drauf gelegt habe quasi. Bodener Fotografie betreibe ich häufiger. In der Regel geht es da um Wartvögel am Seeufer oder am Strand, dass ich da, ich weiß auch nicht, irgendwie Austernfischer oder so am Spülsamen oder so fotografiere, so eine Geschichten. Da versuche ich immer wirklich mich in bodennahe Position zu begeben. Das bedeutet also hinlegen, Kamera in Anschlag und Fotos oder Videos machen. Das Ganze geht natürlich Freihand, das ist keine Frage. Ist auf Dauer aber relativ anstrengend, nicht super komfortabel. Und ja, unter Umständen liegt auch die Kamera-Objektiv-Kombination irgendwo im Matsch. Und das möchte man nicht immer haben. Außerdem braucht man auch da eher teilweise ein bisschen längere Verschlusszeiten, möchte da nicht unbedingt verwackeln oder möchte immer sein Motiv ordentlich verfolgen können. Und das ist halt Freihand mit so ein bisschen Zittern und so immer nicht ganz so einfach. Ja, aus dem Grund schleppe ich eigentlich immer so ein paar Sachen mit mir rum. Zum Thema Rumschleppen, da ist ja Gewicht sehr wichtig. Also bestimmt 10, 15 Kilo oft dabei und jedes Kilo mehr oder weniger und wenn es eine Flasche Wasser ist, kann bei längeren Touren echt anstrengend werden. Ja, aus dem Grunde habe ich darauf Wert gelegt, dass die Sachen, die ich mir hole zum bodennahen Fotografieren, was ja eigentlich zusätzliches Equipment ist in der Regel, schön leicht ist. Unter anderem habe ich hier so einen Bodensack oder Beanbag mir geholt. Der ist schon vorgefüllt vom Hersteller mit so Styroporkügelchen. Das Ding wiegt irgendwie 80 Gramm und eignet sich wunderbar, um ja, eben die Kamera darauf mal irgendwie abzulegen und ja, wirklich bodennah fotografieren zu können. Ihr seht schon, ja, das sind irgendwie 2-3 Zentimeter oder so, die man sich mit der Kamera oder mit dem Objektiv über dem Boden befindet und weiter runter geht es kaum. Zudem liegt das Ding wirklich super stabil hier drauf. Das Ding ist zumindest wasserabweisend und somit wirklich sehr komfortabel. Und durch das geringe Gewicht kann ich halt auch leicht ja, meinen Aufnahmewinkel und so weiter ändern, das Ding ein bisschen verschieben. Das ist also echt kein Problem und das bietet wirklich eine gute Stabilität. Wenn man mal gerade nicht fotografiert, kann man das Teil halt auch so liegen lassen und die Kamera liegt nicht im Dreck oder so. Also hier hinten habe ich genauso ein bisschen Abstand zum Boden, dass die keinen Matsch abkriegt oder was auch immer. Ja, das ist so die erste Variante. Mit 80 Gramm, wie gesagt, sehr leicht. Hier ist ein Henkel dran oder so ein Griff, wo ich das einfach am Rucksack festklemme. Und dann habe ich das schnell Griff und einsatzbereit. Eine Alternative zu dem Teil ist, wie gesagt, alles, was ich nicht mitschleppe, ist mir sympathisch. Eine Alternative zu dem Kissen habe ich hier. Das ist die Verpackung vom Lenscoat, ne? Genau, von Lenscoat habe ich mir ein Raincover geholt. Das ist also quasi ein Überzug, den man über das Objektiv und die Kamera zieht, um das vor Regen und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Das Ding ist halt in so einer kleinen Tasche verpackt. Wenn es mal gerade nicht regnet oder mir da irgendwelche Staubkörner des Objektivs anschleifen, dann kann ich das genauso wie dieses Kissen nehmen, um meine Kamera darauf zu platzieren. Ich habe genauso einen festen Stand der Geschichte und kann also auch super bodennah arbeiten. Das Ding habe ich meistens im Rucksack, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie wird das Wetter heute. Oder ja, wie gesagt, am Strand, wenn da ordentlich Sandkörner durch die Gegend fliegen und so, dann muss ich nachher nichts aus den Ritzen und Rillen rauspulen, sondern dann mache ich halt das Raincover drüber. Wenn ich das aufgezogen habe, ist dieser Beutel natürlich leer. Dann war es das auch mit der Verwendung als Bodensack quasi. Dann muss ich natürlich das Ding mitschleppen. Ja, eine zweite Sache habe ich mir geholt, ich weiß gar nicht, ob das der gleiche Hersteller ist, ist zumindest vom Material gleich, ist auch mit Styroporkügelchen gefüllt, wiegt, ich meine, 360 Gramm ungefähr, plus minus ein bisschen, hat auch so einen Camo-Aufdruck, ob der nun sinnvoll ist oder nicht, ist eigentlich ziemlich wurscht. Ich finde, da kann man auch einfach Oliv oder Schwarz, tut es da auch, dann macht man halt ein paar Graspelschüttel vor, wenn man das wirklich tarnen muss oder möchte, und dann ist auch gut. Ja, wie gesagt, das Teil ist super leicht. Lässt sich auch auf verschiedene Arten einsetzen. Ich kann also diese U oder ich finde eigentlich eher ist das eine Y-Form so verwenden, dass ich die langen Seiten nach unten stelle, Objektiv oben drauf. Und jetzt habe ich hier einen Bodenabstand von knapp 10 cm. Kann damit super arbeiten.
auf diese Art eingesetzt, eignet sich das auch super, um aus dem Auto zu fotografieren. Das heißt, ich kurbel meine Scheibe runter und da, wo die Scheibe sitzt, setze ich das Ding quasi so auf die Tür, Objektiv oben rauf und kann dann quasi durchs geöffnete Autofenster durchfotografieren und habe auch so eine Art Stativ im Auto mit dabei. Ja, andersrum kann man das natürlich auch einsetzen, die kurze Seite nach unten. Jetzt bin ich noch mal einen Tick höher. Jetzt bin ich, glaube ich, ja, nee, ich glaube, jetzt bin ich bei 8, 9 cm. Mit einer anderen Einsatzvariante waren das 6, 7 cm. Ja, durch das geringe Gewicht stört das auch nicht sonderlich, wenn das irgendwie am Rucksack baumelt und mitgeführt wird. Und ja, wozu ich das auch ganz gerne nutze, ist, wenn ich liegend fotografiere, geht das irgendwann tierisch auf die Arme. Ja, auf die Arme und auf den Rücken. Also da kann man gerne versuchen, die Muskulatur und die Knochen so ein bisschen zu entlasten. Das heißt, wenn ich auf dem Bauch liege, lege ich mir das Teil einfach manchmal unter den Brustkorb, sodass ich mich nicht durch Muskelarbeit hochhalten muss, sondern das Ding quasi als so eine Art Kissen benutzt. Hat auch schon mir die eine oder andere Stunde gerettet. Das Teil hier habe ich mir irgendwann geholt, also jetzt nicht den Stativkopf, der Gimbalhead, der gehört nicht dazu. Das geht eigentlich nur um diese Art Bratpfanne, die habe ich von Huga Nature. Den Link findet ihr auch auf meiner Homepage, die Links dazu hier unter dem Video. Da gehe ich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Im Prinzip ist das ja wirklich wie eine Art Bratpfanne oder ein Teller. Das ist einfach eine Metallscheibe mit einer 3/8 Zoll Gewindeschraube von unten durch, wo ich jeden Stativkopf, der den entsprechenden Anschluss hat, natürlich aufschrauben kann. Das Teil hat hier an der Seite auch noch so einen Haken oder so ein Karabiner-Ding. Da kann ich das halt auch am Rucksack außen befestigen und mitführen. Das Teil ist zumindest mit Stativkopf einigermaßen schwer, sodass das auch wirklich einen guten Stand und Verwacklungsschutz bietet. Ich kann das jederzeit auf dem Boden hin und her schieben und kann alle Vorteile, die so ein Gimbalhead mir bietet oder meinetwegen auch ein Kugelkopf da drauf, nutzen, wie mir das gefällt. Das ist also nochmal ein Vorteil jetzt zu diesen Kissen. Da ist man ja nicht sonderlich flexibel, was die Kameraausrichtung angeht. Und hier kann ich halt den Gimbalhead wie gewohnt nutzen. Ich weiß jetzt gar nicht, muss mal schauen. Also in dieser Kombination habe ich einen ungefähren Abstand zum Boden von ca. 14 cm. Und ja, finde das eigentlich eine schicke Sache. Das Teil benutze ich ganz oft im Tarnzelt, wenn ich also das Liegend-Tarnzelt nutze. Da habe ich auf meiner Homepage auch ein paar Informationen zu. Könnt ihr auch mal gucken, was für ein Zelt das ist. Und für so eine Sachen eignet sich so ein Teil wirklich super, weil ich, wenn ich ein normales Stativ nutzen würde, ein Dreibein-Stativ, habe ich ja immer drei Stativfüße in irgendwelche Richtung abstehen und das ist halt im Zelt nicht immer möglich, weil die Stativbeine, wenn die dann, jeweils einen halben Meter lang sind oder so, halt irgendwann an die Zeltwände stoßen, das einfach nicht reinpasst. Und hier habe ich wirklich was Kleines, Kompaktes dabei und kann ein Gimbalhead, ja, die favorisiere ich eigentlich, mit Kugelkopf arbeite ich kaum, halt wunderbar nutzen und ja, bin damit hochzufrieden. Der Preis lag, glaube ich, umgerechnet bei 75, 80 Euro oder irgendwie sowas. Sowas gibt es auch von anderen Herstellern. Ich glaube, das wird auch als Skimmer bezeichnet. Die Preise liegen da, so weil ich das im Kopf habe, aber ein bisschen höher, so eher so um die 100 Euro oder ein bisschen drüber. Und ja, von Huga Nature, also Hubert Gatja heißt der Mensch, die Webseite nennt sich Huga Nature. Da habe ich schon mehrere Sachen bestellt, unter anderem auch hier, ja, diesen Objektivschutz, der ist auch von Huga Nature, war damit sehr zufrieden. Kann ich also auch nur empfehlen. Habe da gute Erfahrungen gemacht, was den Bestellvorgang angeht und auch die Lieferung nicht abschrecken lassen. Ja, das sind also die Sachen, die ich soweit nutze. Eine kleine Geschichte ist noch, Objektiv und so, die sind natürlich hier durch diese Neopren-Geschichten einigermaßen gut geschützt. Wenn ich jetzt freihand fotografiere und ich lege das Stativ beispielsweise auf so einem Stein auf, der hat ein paar harte Kanten, dann habe ich aber irgendwann doch ordentliche Abdrücke hier auch in den Neoprenschutz. Wenn man Pech hat, ist vielleicht auch mal ein Riss drin oder so.
Das heißt, wenn ich das Objektiv auf Untergründen auflege, die mir nicht so ganz geheuer sind, was die Sicherheit meines Equipments angeht, dann kann ich hier halt auch so ein Beanbag, wie gesagt, 80 Gramm oder 75 oder so, mitführen und der schützt einfach nochmal mein Equipment vor den Materialeinflüssen des Untergrunds. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist weich, relativ flexibel einsetzbar, es ist leicht, soweit wasserabweisend, es ist vorgefüllt vom Hersteller mit diesen Styroporkügelchen und es sind auch Reißverschlüsse drin in beiden Geschichten hier, dass ich also das Material drin austauschen kann, wenn ich möchte, gegen Erbsen, Bohnen oder Reis, was auch immer, austauschen. Und ja, darauf habe ich aber verzichtet, weil mir das sicherlich mehr Stabilität noch geben würde, also schwerere Bohnensäcke zu nutzen. Aber ich muss das Zeug halt echt mit mir rumschleppen und auf das Gewicht habe ich einfach keinen Bock. Ja, das waren so ja, meine Kurzversion zur bodennahen Fotografie. Mit Stativ geht es natürlich auch. Beine ordentlich wegklappen. Ich nutze das Rollei Rock Solid Alpha XL. Das hat die Besonderheit, dass das eine Nivellierschale eingebaut hat. Und die wird mit einer Schraube entsprechend verstellt, die sich unter dem Objektiv befindet. Und da habe ich so ein kleines Problem mit auf zumindest glatten, festen Untergründen. Ich kann das immer eben demonstrieren, dass diese Schraube, dieser Nivellierhalbkugel bei so glatten Untergründen ja, zuerst Bodenkontakt bekommt und die Kombination somit ein bisschen wackelig ist. Kein Problem ist das in Gras oder auf sandigen Untergründen. Zur Not kann man ja auch mal mit der Hand ein bisschen Erde zur Seite machen, die Schraube da rein versinken lassen quasi. Dann funktioniert das auch. Aber wenn man mal ein bisschen festeren Untergrund hat, ist das halt, ja, nicht immer so super geeignet. Zudem möchte man das ja auch nicht immer mitschleppen. Und ja, dann eignen sich halt diese Beanbags oder Bodensäcke halt wunderbar. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, mal auf meiner Webseite vorbeischaut. Und ich werde demnächst sicherlich nochmal was zum Thema Tarnung machen oder vielleicht nochmal die eine oder andere Technik ein bisschen vorstellen. Muss man mal schauen, was die Zeit so bringt. Super, dann bis dann.